Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Runde Sons of the Far West. Meine Damen und Herren, ich darf präsentieren den fertigen Aussichtsturm. Speziell das Dach ist nicht ganz so geworden, wie ich es gern gehabt hätte, aber immer noch gut genug für mein kleines und bescheidenes Domizil. Die Aussicht gehen wir selbstverständlich sofort genießen und danach könnten wir an das nächste große Projekt, was mit großer Wahrscheinlichkeit auch das letzte sein wird. Die Story müssen wir ja auch mal abschließen. Hoch auf den Turm. Ach so, ganz unten muss ich durch. Vergesse ich immer wieder. Den Schrott, den wir jetzt hier noch haben, müsste ich wegräumen. Wobei ich da mit dem Gedanken spiele, hier noch ein winziges Stück zu erweitern. Mit Durchgang zum Dachboden. Da kann man hier perfekt hoch und runter. Überall die Fenster, die ich angesprochen hatte, auch eingeschlagen. Und so sieht das von oben aus. Ist das nicht schön? Ist das nicht toll? Woanders müsste man dafür bezahlen. Leider habe ich mir auch mal geholt. Dann können wir das Ganze mal überfliegen. In jede Richtung. Kilometerweite Sicht. Falls jemand fragt. Das fehlende große Waldstück da drüben, das war nicht ich, das waren die Biber. Eine Wahrheit, die mal ausgesprochen werden muss. Und perfekt, über die Spitze des Daches können wir da schauen. Und genau da drüben geht's dann auch gleich weiter. Nur können wir doch den Gleiter hier nehmen, oder? Was haltet ihr von der Idee? Den schleppe ich dann wieder hoch. Und schön ausholen. Oh ja, das ist doch was. Gut, hier müssen wir runter. Am besten sanft. Ja, was eine Landung. Punkt genau. Hätte ich das anvisiert. Ja komm. Stellen wir dich hier ab. Und jetzt wird's knibbelig, sag ich euch. Ein großes, hartes Ding? Nein, nicht wie ihr denkt. Auf andere Art und Weise. Ich bräuchte da aber sowas wie einen Abstandshalter. Ha, wie mache ich das? Stämme wären ganz gut geeignet. Eigentlich. Dann bleib ich mal auf der Höhe hier. Ihr werdet schon gleich sehen, für was das gut sein soll. Ach, es lässt sich schwer erklären. Machen wir es mit Bildern, statt mit Worten. Dann kann das hier gleich wieder weg. Genau. Nee, noch nicht. Verdammt. Ah, zu früh. Wieder zu voreilig. Ist noch eine gerade Linie. Gut, dann hole ich noch ein paar mehr. Da soll es nicht scheitern dran. Wenn es nur das ist. Aber jetzt kann das Stück hier raus. Jawohl. Dann bleibt das weiterhin auf einer Linie. Und genau so will ich das. Eigentlich könnte ich das auch zumachen. Mit einer Mauer. Ja, machen wir erstmal das. Das ist sowieso viel zu viel
für eine Folge. Da müssen wir ein paar einplanen dafür. Jetzt bin ich aber auf richtiger Höhe. Genau an der Stelle machen wir mal hier auf. Schön, dass es sich wieder verwerten lässt. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das komplette Stück hier. Alles weg. Wird begradigt. Einen schönen kleinen Wehrgang dahinter. Dass man die Feinde dann auch von oben aufspicken kann. Und das ziehen wir einmal komplett drumherum. So wie es jetzt auch schon ist. Jetzt. Ha. Ja, Servus. Reicht da eine Hälfte aus oder bräuchte ich da mehr? Jetzt muss ich kurz probieren. Tut mir leid. Aber ich denke, das könnte auf die richtige Höhe kommen. Ah, machen wir mal hier den hin. Boah. Ich brauche Tageslicht. Die Sonne muss knallen. Schleicht sich einer ein? Von links oder von rechts? Muss jetzt nicht sein. Das vervollständigt sich dann doch automatisch. Brauche ich also nichts drunter zu legen? Oder liege ich da falsch? Nein, absolut korrekt. Ja, genau die Höhe. Die brauche ich. Da ziehen wir jetzt mal durch. Jo. Na, wer hat den denn da hingelegt? Ist ja für mich. Kurz mal da runter. Da muss noch mehr weg. Zack, zack, zack. Aber jetzt kann ich das nicht so davor stellen, oder? Ja, genau deswegen. Da macht das dann Probleme. Also, brauche ich hier hinten noch eine Orientierungslinie, nenne ich das mal. Ja. Du stehst mir jetzt gerade ein bisschen im Weg. Ich will nicht unhöflich erscheinen, aber könnten Sie sich 2, 3 Meter wegbewegen? Danke. Mein guter Junge, ich bin so stolz auf dich. Das könnte. Oh. Nee, das wird doch zu knapp. Muss ich noch ein Stück höher? Also kein halber Stamm davon, sondern ein Dreiviertel. Habe verstanden. Probieren wir es mal damit. Der kommt jetzt hier rüber. Dann muss. Das und das nochmal weg. Ja, hab ja gesagt. Und der auch. Ach so, wird mir jetzt noch nicht angezeigt? Nö, dann brauche ich noch einen weiteren. Hab ja gesagt, dass es etwas kompliziert wird. War das jetzt hier mein Dreiviertel? Das war mein Dreiviertel. Nochmal. Bitteschön. Ja, so rum. Exakt. Muss da noch. Muss da doch noch ein kleiner drunter. Ja, den hatten wir doch hier. Damit soll das klappen. Wo hängt er denn jetzt fest? Boah, ihr wollt mich doch. Herr
Melbourne wollen Sie mich. Wieso geht der jetzt nicht dort runter? Ach, so rum funktioniert's. Na, dann machen wir das. Hey. Da muss aber noch was drunter. Unter diesen hier? Warum geht das nicht? Das ist mir ein Rätsel. Echt jetzt? Da darf ich auch nicht ansetzen. Och, macht's doch nicht komplizierter, als es eh schon ist. Gönn dir, jetzt hab ich doch, was ich wollte. Ach, schwere Geburt. Aber was für einer. Jetzt habe ich links meine Orientierungslinie. Das hier kann also alles wieder entfernt werden. Und wir hauen gleich dann die ersten Stämmchen schon mal rein, die da als Verteidigungswall dienen. Dafür ziehe ich aber hier noch weiter. Ja, wenn man den Anfang einmal hat. Abfall, Abfall. Darum geht's mir. Ich bin absolut auf der richtigen Höhe. Gefällt mir. Das wollte ich ja noch lassen. Muss gleich eh noch mal kurz weg. Bis, ja, zwei könnten ruhig noch hin. Oder? Finde ich jetzt. War das ein brauchbarer? War er. Gut, dann kommen die beiden noch mit rüber. Das passt. Kann ich hier rum? Oh, perfekt. Vom Feinsten. Jetzt ran an die Mauer hier. Die weg. Wo darf ich denn anfangen? Da. Könnte gut gehen. So. Jetzt seht ihr auch, warum das wieder weg muss. Und deshalb dann die hintere Orientierungslinie. Weil, wenn sie dann einmal stehen, müsste es für mich normalerweise möglich sein, das wieder aufzustellen. Sehen wir gleich, ob ich damit richtig liege. Glück muss aber noch. Man reiche mir die Stämme. Stehen die beiden rum und tun nichts. Da ist die Verbindung. Und einer geht noch, ne? Habe ich doch gerade gesehen. Ah, da war getäuscht. Geh doch mal beiseite. Hm.
bräuchte ich mal. Den leihe ich mir aus. Wird nur verschoben, kommt nicht weg. Ja, der noch weg. Ihr Stück noch dran und dann kann überprüft werden. Ach Quatsch. Was will ich denn mit einem Stein? Angedockt. Anspitzen darf ich auch. Nur damit das erste kleine Stück wenigstens ordentlich aussieht. Und ja, ich merke gerade, der Magen knurrt und die Kehle ist wieder staubtrocken. Oh, waren es doch schon so viele? Nach links muss jetzt noch ein Stück, aber das ist kein Problem. Da steht mir ja nichts im Wege. Und jetzt. Einmal so. Einmal so. Oh, könnte ich sogar jetzt wieder ein bisschen weiter nach links kommen? Oder stelle ich sie nochmal auf? Oh, eine Wurstelei. Ich sag's euch. Wenn wir jetzt einmal schon dran sind, dann aber ordentlich. Eins, zwei, nochmal weg. Drei, vier, nochmal weg. Fünf, sechs. Anpassen, nicht so. So. Gehen wir Stück für Stück ein bisschen weiter links. Ja. Ganz gerade wird's sowieso nie. Besser? Oder hab ich's kaputt gemacht? Ja, jetzt komme ich wieder ran. Kann man machen. Weg mit der Tür. Bisschen weiter rechts jetzt wieder. Wenn mich da mein Augenmaß nicht täuscht, obwohl einer geht noch. So. Das wäre der Einrastpunkt. Stückchen weiter rechts. Nee, das war zu viel. Ein Müh. Soll es nur sein. Jo. Falsch. Obwohl, könnte ich den jetzt gerade durchziehen? Nee, komme ich wieder. Ich mach, was ich kann. Ich tue mein Bestes. Wenn es ein bisschen einragt, ist ja auch nicht schlimm. Da reißt mir niemand den Kopf ab.
Außer die es bereits seit 162 Tagen versuchen. Betonung liegt auf Versuchen. Das ist ja kompletter Quatsch. Jo, gut. Weiter. So, genau da. Kann der schon? Nein, da kann auch nicht. Und der muss dann doch etwas weiter rechts. Irgendwo muss dann auch wieder eine Tür rein. Darf ich nicht vergessen. Na komm. Jetzt reiß ich dich doch wieder weg. Stimmt das? Ja. Darf gern so bleiben. Jetzt der dran. Muss ich wieder links? 2, 3 können noch dran. Machst mir schon Angst. Wollte gerade sagen, ich finde es sehr entgegenkommend meinen Nachbarn, dass sie hier heute wieder nicht stören. Okay. Wie viel schaffen wir noch? 3, 4 Segmente, bestimmt. Da muss dann aber die Tür hin. Also das letzte jetzt hier. So. Vorne S, hinten O. Nicht doch schon wieder. Ja, das ragt jetzt ein bisschen rein, aber glaubt mir, das muss so sein. Ich wollte doch schon längst ans Wasser und mir den Magen füllen. Gut, Ausdauer brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ist gerade nur ein netter kleiner Bonus. Immer zuerst schön in den Kopf. Ja, das Stück. Und ja, dann kann das komplett raus. Ja. 2 breit. Müsste das werden. Machen wir mal so. Legen wir mal hin. Da muss ich das versuchen, jetzt aber in einer Linie durchzuziehen, oder? Sonst darf ich das Tor dann nicht montieren. Ich hoffe, der Boden ist eben genug dafür. Nicht, dass das mir noch zum Problem wird. War der richtig? War der richtig? Der war nicht richtig.
gut, da haben wir jetzt mal 2, 3, 4, 5 Tage, vielleicht auch länger, Tage der offenen Wand. Das stimmt auch noch. Ja. Da habe ich den noch dran. Da habe ich den noch dran. Weil ich kann. Das und das. Jetzt muss ich. Nee, da muss doch noch ein Stück nach hinten. Sorry, ich entschuldige mich in meiner höflichsten Form. Dahin. Kann ich da schon rüber? Ach, jetzt flutscht das. Und der kann wieder drauf. Super Sache. Dann den schon mal anbringen. Und den plus den. Hatte ich ihn hier schon erwähnt? Wobei, das wird zu lang, oder? Hohohoho, geht. ist mir aber zu hoch. Puh, muss ich da kürzen? Brauch mal ein Anschauungsobjekt. So, und so. Da sollte das hin. Bekomme ich überhaupt 2 Tore da dran? Eins. Ja. Ich bin befriedigt. Anders kann ich das gerade nicht ausdrücken. Was mache ich dann mit den kleinen Stumpen wieder? Jetzt 2 da dran. Nun wieder die richtig langen. Damit ihr ein kleines Stück schon mal seht von dem, was ich dann komplett drumherum ziehen will. Jetzt die Treppe oder Rampe. Da kann man sich frei entscheiden. Ach, jetzt kullern wir doch mal nicht zwischen den Füßen rum. Nehmen wir eine Rampe. Natürlich dann nicht an jeder Stelle die Rampe. Hier dann überall nur den Wehrgang. Vielleicht hinten am Wasser noch eine. Und da in der Ecke dann 3 pro Seite, vielleicht 4. Darf ich das von draußen noch anspitzen? Sonst baue ich jetzt hier nicht zu.
Müsste ich noch wissen. Ja. Oh, das kann ich ja außerhalb der Folgen tun. Oder wenn es dann fertig ist. Mal schauen, wie ich Lust habe. Dann können wir den reinhauen. Dann kann der dran gebunden werden. Ein Stamm noch. Wenn ich sie schon habe, kann ich sie auch schließen. Gut, liebe Leute, das war's dann für heute. Ihr seht, wo ich hin will. Schön dann die Palisade noch anspitzen. Vielleicht dann, wie gesagt, hier hinten am Wasser noch zumachen. Muss ich mir aber nochmal durch den Kopf gehen lassen. Dann gehen wir, zack, hier einmal gerade durch. Ui, könnte der Fels zum Problem werden? Naja, ich sag mal, man kann ja noch zwei weitergehen. Das fällt jetzt auch keinem auf. Und da gehen wir eben an der Stelle rum. Oder steht da auch wieder was? Nee, da wird's dann aber mit dem Gelände. Ui. Da muss ich genau hier durchgehen. Ja, dann wird's ein bisschen von der Fläche kleiner. Aber weinen tut da auch niemand. Hier, oder? Oh komm, das schauen wir uns jetzt noch an, ob ich da an der Stelle ankomme. Nee, na, jetzt mach doch nicht noch Fehler. Kurz vor Schluss. Da wird man wieder hektisch. Einen hätten wir noch. Gib mal kurz. Könnte zum Problem werden, könnte aber auch funktionieren. Ja. Muss ich wohl testen. Aber gut, machen wir jetzt an der Stelle Schluss. Das war's. Schluss, aus und vorbei. Damit sage ich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen? Dann Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.